Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen zu unserer digitalen Veranstaltung Strukturwandel innovativ gestalten. So kann die Zukunft ländlicher Räume gesichert werden. Diese Veranstaltung ist der letzte Teil einer gemeinsamen Reihe, die wir mit der Bundestagsfraktion der Freien Demokraten zusammen umgesetzt haben in Kooperation. Wir haben innerhalb dieser Reihe geschaut, vor welchen Herausforderungen stehen ländliche Räume in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben auf die Landwirtschaft geschaut, wir haben auf die Mobilität geschaut. Wir wollen uns heute dem Thema Strukturwandel nähern und eine Veranstaltung konnten wir leider nicht umsetzen zum Thema Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Die sind wir Ihnen schuldig und die liefern wir Ihnen gerne nach. Heute aber, wie gesagt, wollen wir uns mit dem Strukturwandel beschäftigen. Ein Thema, das ja oft assoziiert wird mit Räumen, mit Regionen in Deutschland, die von der Schwerindustrie geprägt waren, vom Bergbau geprägt waren. Aber Strukturwandel ist viel mehr als das und er betrifft alle Regionen in Deutschland, egal ob Nord, ob Süd, ob Ost oder ob West. Denn in Ost und West sowie in Nord und Süd sind Kommunen von Fachkräftemangel, von Überalterung und von schwindender Infrastruktur geprägt oder bedroht. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns heute nicht nur auf die typischen Regionen konzentrieren, sondern dass wir überhaupt schauen, vor welchen Herausforderungen steht der ländliche Raum und wie können wir einen Strukturwandel dazu hinschaffen, dass die Menschen, vor allem die Jungen und gut Ausgebildeten und die Familien im ländlichen Raum bleiben oder in den ländlichen Raum ziehen. Und ich freue mich, dass wir mit einem großen Pool an Expertinnen und Experten vom Handel, aus der Wirtschaft, aus der Politik sprechen können und darüber diskutieren, was getan werden muss und vor allem, was die Politik tun sollte. Ich freue mich sehr, dass wir für diese Diskussion den Vorstand des DocTech-Verbandes Digitalisierung und Vernetzung, Herrn Dr. Thomas Steinmüller, gewinnen konnten, der Sie heute durch diese Veranstaltung führen wird. Ich erhoffe mir ganz viele spannende Einsichten und wünsche Ihnen und uns auch spannende Impulse. Lieber Dr. Steinmüller, damit möchte ich an Sie übergehen. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Fischer. Ich begrüße alle Zuhörerinnen, Zuschauerinnen und Zuhörer und Zuschauer bei diesem Webinar. Ich teile jetzt gleich mal meinen Bildschirm, um auf das Thema loszugehen. Moment, jetzt haben wir es. Da fängt es an. F5, so. Hier mal kurz der Ablauf der Veranstaltung. Ich werde jetzt einen kurzen Impulsvortrag zum Thema Digitalisierung als Erfolgsversprechen für den Strukturwandel ländlicher Räume halten. Danach kommt Herr Nils Busch-Petersen und erzählt uns was zum Wandel im Handel. Und danach haben wir eine interessante Diskussion mit zwei Bundestagsabgeordneten, Frau Nicole Bauer und Herrn Professor Neumann, sowie Herrn Hahnen, der uns sicher auch noch interessante Einblicke aus einem ganz anderen Blickwinkel hier in diese Diskussion mit einbringen kann. So, ich versuche jetzt mal ein bisschen Tempo zu machen, weil wir haben ein sehr enges Zeitraster. Ich will Ihnen mal die Digitalisierung, die Entwicklung der Digitalisierung aufzeigen, die schon mit Konrad Zuse in Deutschland mal begonnen hat. Da war es der Großrechner, das Rechenzentrum. Da musste man eigentlich neben dem Rechner wohnen, um überhaupt mit diesem Rechner arbeiten zu können. Und dann ist eine ganze Weile gar nichts passiert, gab es Großrechenzentren von IBM und so weiter. Die Digitalisierung nahm aber schon ihren Lauf. Und dann kam eigentlich in den 80er Jahren was die Digitalisierung erheblich vorangebracht hat. Das war der PC. Haben Sie vielleicht auch zu Hause gehabt, einen PC, einen Bildschirm, meistens noch in grün oder bernsteinfarben, rudimentär mit einer Tastatur, aber immerhin schon mit einer gewissen Leistung. Und so wurde eigentlich das Digitalisierungsthema dezentralisiert. Man brauchte nicht mehr das große Rechenzentrum, sondern man hatte das auf dem Schreibtisch. Und dann kam, und das war jetzt schon, nachdem Frau Merkel die Regierung übernommen hat, 2007, gab es das iPhone, was auf den Markt kam, Smartphone, mobiles Computing. Das heißt, man hat auf einmal eine Leistung in ein Handy bekommen, die vergleichbar war mit der Leistung, die die NASA brauchte, um den Mondflug zu koordinieren. Das heißt also, da sehen Sie mal, was das für Verhältnisse sind von den Rechenleistungen. Der nächste Schritt waren dann Laptops und iPads. Das heißt, man hat dann also auch einen größeren Bildschirm gehabt und hatte das wieder vor Ort.
Ganz interessant war, dass man nicht mehr angebunden war über einen lokalen Speicher, sondern über die Wolke. Und die Wolke ist aber nichts, was irgendwie eine Wolke ist im meteorologischen Sinne, sondern da steckt wieder ein Rechenzentrum hinter. Und dazu braucht man eine Verbindung und das ist dann die Datenverbindung. Und mit dieser Datenverbindung kann man dann von zu Hause aus dem Auto, mobil, aber zum Beispiel auch aus dem Urlaubsort auf Daten zugreifen und arbeiten. Das ist eine völlig neue Dimension und bringt auch völlig neue Impulse in das Stadt-Land-Leben. Die Stadt kennen Sie so, die wird Ihnen immer verkauft als zentrales Arbeiten. Man hat dort aber natürlich teures Wohnen, aber man hat ja ein ganz tolles Kulturangebot und man kann auch shoppen ohne Ende nach den Wünschen. Aber es ist in der Regel nur zu schaffen mit einem dezentralen Wohnen, weil das teure Wohnen eben gar nicht darstellbar ist und durch den Normalverdiener gar nicht abbildbar ist. Mit der Folge, dass man pendeln muss. Und damit fängt eigentlich das tägliche Hamsterrad an. Morgens aufstehen, die Kinder zur Schule bringen, zum Job fahren, im Stau stehen, im Büro arbeiten, hintenrum das Ganze wieder rückwärts, nach Hause fahren, wieder im Stau stehen, dann die Kinder von der Schule oder vom Kindergarten abholen, einkaufen und dann ist meistens der Tag gelaufen und man fragt sich, was hat man eigentlich geschafft? Und das geht auch ganz anders. Das wollen wir Ihnen im Späteren noch aufzeigen. Man kann es eben auch im ländlichen, im grünen Raum machen, wenn die entsprechenden Voraussetzungen da sind. Es könnte nämlich auch so aussehen. Sie könnten auch so arbeiten in so einem Umfeld, hätten dezentrales Arbeiten, hätten ein günstigeres Wohnen, hätten vielleicht auch ein dezentrales Kulturangebot. Warum sollen nicht regionale Kinos auch die neuesten Streifen übersenden können? Das geht technisch ohne Probleme. Wir könnten auch regionales Shopping machen, da wird Herr Niels Busch-Petersen sicher noch was sagen. Und wir brauchen eben viel mehr dezentrale Angebote, um das Leben dann auch im ländlichen Raum angenehm zu machen und eigentlich dieses Hamsterrad zu verlassen. Dieses Hamsterrad, was auch viel Zeit kostet. Und da braucht man meistens aber auch noch das Mobilitätsthema. Das Mobilitätsthema, dafür gibt es auch Lösungen. Häufig wird ja gesagt, ja, es gibt ja keine Bahnanbindungen, der ÖPNV ist zu schlecht ausgearbeitet, aber da kann man ohne weiteres mit Individuallösungen und kreativen Lösungen was auf die Beine stellen. Jetzt haben wir eine ganze Weile Pandemie hinter uns und diese Pandemie hat uns doch einiges gezeigt. Sie hat uns nämlich gezeigt, dass die Arbeit auch zu Menschen kommen kann. Sie hat uns gezeigt, dass der Einkauf zu Menschen kommen kann. Sie hat uns gezeigt, dass man Arbeit flexibilisieren kann. Sie hat uns gezeigt, dass man das Pendeln gar nicht braucht. Morgens in den Stau, abends in den Stau geht auch ohne. Wir haben festgestellt, man könnte den Tagesablauf auch flexibilisieren. Man kann beispielsweise dann arbeiten, wenn es einem in den Tagesablauf passt, möglicherweise auch abends, möglicherweise auch viel effizienter und kann damit familiäre Themen, Einkaufsthemen viel besser koordinieren. Und man kann das gesamte Familienleben optimieren. Wir müssen aber daran arbeiten, dass das ländliche Wirtschaften attraktiver wird. Da muss es eine Grundlage für geben und das müssen wir schaffen. Das ländliche Leben kann attraktiver werden. Aber was wir brauchen die Datenanbindung. Die ist kriegsentscheidend und die ist aber auch in vielen Fällen so, dass man damit umgehen kann. Morgen gilt das Homeoffice gesetzlich mehr. Ich wehre mich immer so ein bisschen gegen den Begriff Homeoffice. Ich arbeite lieber mit dem Begriff Remote Working oder Remote Arbeiten, weil wir einfach gar nicht so sehr am Küchentisch sitzen müssen, was wir immer als mit Homeoffice verbinden, sondern es könnten ja auch dezentrale Büros sein, die man dort zum Einsatz bringt. Also da gibt es viel Kreativität, die gefordert ist. Aber wie gesagt, ab morgen gilt Homeoffice-Pflicht nicht mehr, sodass also viele Unternehmen auch wieder darauf drängen werden, dass die Leute wieder das tägliche Pendeln aufnehmen, weil sie glauben, dass sie damit die Mitarbeiter besser kontrollieren können, obwohl auch Ergebnisse gezeigt haben, dass man wesentlich effizienter sein kann, wenn man eben dezentral arbeitet. Und wir haben natürlich das Einkaufsthema. Und ich habe mal gesagt, ich habe das mal hier in diesem Bild rübergebracht, irgendwann werden uns unsere Enkel fragen, warum wir so viel Zeit und Mühen für den täglichen Einkauf auf uns genommen haben, zum Laden gefahren sein, selber kommissioniert, an der Kasse angestellt
und dann den Einkauf gegebenenfalls noch in den fünften Stock geschleppt haben, die werden uns fragen, wieso wart ihr eigentlich so bescheuert? Das kann man doch alles auf Knopfdruck machen. Und das ist das Thema, was wir auch erleben. Sie sehen hier mal einen Überblick, Lebensmittel aus dem Netz. Wie funktioniert das eigentlich? Und das funktioniert auf dem ländlichen Bereich ebenso wie im städtischen Bereich. Das funktioniert in China schon ziemlich gut. Und Sie sehen, Deutschland ist da auch noch ein bisschen hinten dran. Da können wir vieles tun. Da müssen wir regionale Strukturen stärken. Und wir nennen das vom LogTech-Verband Home Replenishment, also Auffüllen des täglichen Einkaufs. Da geht es jetzt nicht darum, sich eine modische Bluse zu kaufen. Darum geht es gar nicht, sondern es geht um die täglichen Verrichtungen, die man hat, dass man entsprechend Lebensmittel einkauft, die man sowieso regelmäßig einkauft. Und die können völlig automatisch nachdisponiert werden mit einem hohen Servicegrad. Was wir aber auch gelernt haben in der Situation, wir haben vor der Pandemie in einer Welt gelebt, wo wir ganz viele Menschen zusammengefasst haben und daraus ein Geschäft gemacht haben. Wir haben immer größere Shoppingcenter gebaut, wir haben immer größere Stadien gebaut, um Kultur- und Sportveranstaltungen abzuhalten. Wir haben immer größere Shoppingcenter gebaut, weil wir dort einfach eine Masse von Menschen zusammenfassen konnten und diese dann mit einem Geschäftsmodell beglücken konnten. In der Pandemie haben wir gelernt, dass das nicht so clever ist, wenn wir so viele Leute auf einen Raum haben. Auch im Tourismusbereich waren ja die Kreuzfahrtschiffe, die wurden ja immer größer. Und deswegen müssen wir jetzt eigentlich in datenbasierte Geschäftsmodelle kommen. Deswegen nennen wir das auch Economy to Economy. Das heißt, wir müssen viel mehr in ganz neuen Geschäftsmodellen denken und müssen einfach das Industriezeitalter, und Herr Fischer hat es ja angesprochen, der Strukturwandel, das verbindet man ja in Industrien. Und meine Industrie, nein, wir brauchen den Wandel von der Industrie in die Digitalwelt. Und die Digitalwelt, ich habe es mit den Rechnern gezeigt, die läuft eine ganze Weile. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, Deutschland die Industrialisierung voll mitgenommen. Die hat allerdings 1750 angefangen und war eigentlich um 2000 zu Ende. Das haben wir irgendwie gar nicht mitgekriegt. Und die Digitalisierung hat spätestens 1980 richtig angefangen und ist seit 2007 im vollen Gange mit Mobile Computing. Und das haben wir auch noch nicht richtig umgesetzt. Wir arbeiten eigentlich immer noch mit den Methoden aus dem letzten Jahrtausend, so brutal, wie sich das anhört. So sind zum Beispiel auch entsprechende Wohnsiedlungsprojekte, da wird nachher Herr Hahn drauf nochmal eingehen, wo man Wohnen, Arbeiten, Leben miteinander verbinden kann. Und das gibt einfach ganz neue Möglichkeiten. Und Sie sehen die Bilder, das ist in der Großstadt nicht realisierbar. Das ist das Potenzial der ländlichen Regionen. Und damit möchte ich jetzt an dieser Stelle auch enden, als kleine Einführung, als Impuls in diese Diskussion. Und hoffe, dass der Herr Niels Busch-Petersen inzwischen im Bereich drin ist. Jawohl, ist er. Ich begrüße Sie und übergebe direkt an Sie, Herr Niels Busch-Petersen, weil ich hoffe, dass Sie auch ein paar Impulse aus dem Handelsbereich uns aufzeigen können, die für den ländlichen Bereich Signalwirkung haben können. Ja, sehr gerne. Ich muss mich jetzt mal an die andere Kamerastellung hier gewöhnen. So, müsste jetzt klappen. Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung. Auch ich will mich kurz fassen, weil wir so ein enges Zeitfenster ja nur haben. Ich versuche nur nochmal mit einer anderen Position. Ja, so ist, glaube ich, besser. Der Einzelhandel selber, über den ich ja zu reden habe, das ist ja meine Klientel. Der hat natürlich auch in den letzten Monaten unglaubliche Schübe erfahren, die allerdings nicht zu irgendwelchen neuen, es gab keine neuen Effekte, sondern alles, was sich im Einzelhandel in den letzten Jahren als Trends und Tendenzen abgezeichnet hat, ist quasi durch die Einflüsse der Pandemie und der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie beschleunigt, verstärkt, intensiviert worden. Wir sagen also unterschiedlich, manche sagen Brandbeschleuniger, manche sagen Brennglaseffekt, aber es kommt aufs Gleiche hinaus. Der Handel selber, dem ja Wandel immanent ist, nicht nur, weil es sich reimt, sondern weil es auch wirklich in den letzten Jahren so war, der ja nur überlebensfähig ist, wenn er sich ständig den wechselnden Bedürfnissen der sich ja auch verändernden Kundschaft anpasst, der hat jetzt sozusagen einen Veränderungsbooster bekommen ohnegleichen. Die Frage ist natürlich, wer diese rapid veränderten Geschwindigkeiten durchsteht und wer nicht. Unabhängig jetzt von der anderen Frage, die sich bei uns regelmäßig stellt, wer überhaupt
nach der Krise, insbesondere in dem Bereich der zwangsgeschlossen gewesenen Geschäfte, wieder aufmachen wird. Da war heute ja unser Schwerpunkt eher die Versorgung mit den täglichen Dingen ist, wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich diese schweres mir fällt etwas ausblenden, wobei nicht ganz, weil Sie hatten ja dieses Bild, Dr. Steinmüller, mit dem Kind, das sich da die Hände vors Gesicht schlägt. Auch das hat nichts mit Pandemie zu tun. Das hatte ich mit zwei Fotos bei allen Vorträgen der letzten Jahre noch zu Friedenszeiten, also vor der Pandemie, immer mit drin, nämlich das. Und zwar mit zwei Fotos aus dem familiären Umfeld, wissen wir, meine Tochter dann anhand ihrer Bachelorarbeit zu Recht des Kindes an seinem eigenen Bild dann das nicht untersagt, aber doch erklärte, dass man das nicht macht. Ich hatte immer zwei Bilder drin, zu zeigen, wie jetzt schon die nächste Generation und erst recht die übernächste Generation, egal welche Buchstaben wir ihnen zuordnen, also die wirklich digital groß werden, unterscheiden. Und die haben schon vorher unterschieden zwischen Einkaufen und Shopping. Und da bleibe ich jetzt noch einmal bei den nicht täglichen Bedürfnissen und den anderen und mache das an einem ganz simplen Beispiel fest. Mein Sohn und seine Frau erwarteten das erste Kind und wohnten nach wie vor 4 steile Stiegen hoch in Pankow im Altbau, weil es da oben so schön war. Und wir haben gesagt, seid ihr denn wahnsinnig? Jetzt mit Kind und ganz anderen Mengen, die ihr auch braucht und Kinderwagen etc. Hört doch auf. Ich meine, ich hatte die IKEA-Möbel mit hochgeschleppt, die Kisten. Ich wusste, was das für Stiegen sind. Und nein, hier ist es doch so herrlich und so wunderbar und so mit dem Versorgen, das wird schon klappen. Und dann, kurz nach der Geburt des Kindes, bekam ich ein Foto zugeschickt und da stand nur drunter, Einkauf erledigt. Und die ganze Küche stand voller Tüten eines bekannten Supermarktes und Kisten und Kästen mit Bier und Wasser und allem drum und dran. Ja, das hatten sie, das war das Unerotische, die Dinge des täglichen Bedarfs. Das war erledigt, nämlich über Online-Bestellung und Lieferung. Alles schon 2019, vor der Pandemie. Und 2 Wochen später kam ein schönes Bild meiner ersten Enkeltochter und auf dem Arm ihrer Mutter in der Galeria Kaufhof am Alex unter dem schönen Lichthof, der erste Ausflug. Das war Shoppen, das war Bummeln, das war Innenstadterleben. Also diese Differenzierung, die ist bei den jüngeren Leuten schon längst angelegt gewesen. Und wenn wir uns jetzt darüber Gedanken machen, wie wir mit modernen Möglichkeiten und Mitteln die Dinge des täglichen Bedarfs mit abdecken, dann ist das natürlich unmittelbar verbunden mit den technologischen Möglichkeiten, die es jetzt mittlerweile gibt. Interessant ist, Sie haben ja in Ihrer Statistik auch gezeigt, dass 14% der Deutschen angegeben haben, Lebensmittel in der letzten Zeit online gekauft zu haben. Das ist ein gigantischer Sprung. Denn der Marktanteil der Lebensmittel vor der Krise, die online gehandelt wurden, dümpelte um 1% aller Lebensmittelumsätze. Auch wenn sie gefühlt den Eindruck hatten, dass jede Seitenstraße Berlins von den diversen Lieferdiensten für Lebensmittel verstopft ist, war es trotzdem ein fast verschwindend kleiner, sich zwar dynamisch entwickelnder, aber doch sehr kleiner Marktanteil. Die Masse aller Produkte sind, zumindest bis zur Pandemie, auch der täglichen Bedarfsprodukte sind offline gekauft worden. Und daran hat sich auch so dramatisch viel zunächst durch die Pandemie nicht viel geändert, weil ja die Läden auch offen blieben, über die wir jetzt reden, über deren Sortimente. Die waren ja nicht geschlossen, die waren ja als systemrelevant eingestuft. Trotzdem hat sich aus dem vorsichtigen Verhalten, auch dem Sicherungsbedürfnis vieler Menschen, dann eben auch ein Booster im Lebensmittelbereich ergeben und Drogeriebereich. Erstens, weil es leichter wurde zu bestellen und zweitens, weil einfach die Menschen selber auch auf sich anfingen zu achten und sich vereinzelten. Das ist ja nicht nur angeordnet worden, das war ja auch die Erkenntnis, dass man seinen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten kann. Und da gibt es natürlich jetzt ganz erhebliche Veränderungen, weil auch Leute, die noch nie im Internet eingekauft hatten, anfingen und sei es mit Hilfe anderer. Ich bleibe da auch im familiären Umfeld. Meine Eltern haben zu der Zeit noch in München gelebt, Vater 90, Mutter 86. Das ist jetzt nicht so die Internettruppe. Und die hatten noch nie was online bestellt. Ich glaube, die haben auch gar keinen Rechner. Aber sie haben 9 Enkelkinder und irgendeins hatte immer Zeit, mit ihnen die Bestellliste von Edeka durchzugehen in München. Und das Kind hat den Auftrag ausgelöst und die Lieferung kam frei Haus. Jetzt habe ich sie zwar nach Berlin geholt, aber sonst war ich der Meinung, die würden gar nicht mehr loswackeln, so wackelig wie sie sind. Die würden diese Form des Bezuges ihrer täglichen Produkte auch weiter gut finden. Und da sehen wir große Chancen und große Potenziale, gerade in dem Bereich, der uns, ich habe ja hier Metropolregion und ländlichen Raum in meinem Verbandsgebiet schön vereint oder auch nicht vereint, also das flache Land Brandenburg, mit teilweise sehr dünner Besiedlung,
und die Metropolregion Berlin. Und wenn wir uns die ländlichen Räume angucken, die Sie auch angeschnitten haben, da hatten wir schon in den letzten Jahren, auch vor der Pandemie, erhebliche Probleme, ein halbwegs lückenloses stationäres Handelsnetz anzubieten, weil es sich einfach nirgendwo mehr lohnte. Wir haben kleine Orte rausgepickt, kurz vor Stettin, da noch nördlich von Schwedt, hatten wir so ein, zwei Dörfer, die wir mal analysiert haben mit anderen zusammen und wo wir festgestellt haben, also ein Markt, der dort noch irgendwie dümpelte, ist eigentlich nicht mehr lebensfähig. Was können wir, was müssen wir für Kombinationen wählen? Was können wir für Partner finden, damit ein solcher Standort, der in solchen Dörfern oft das Letzte ist, wo sich Leute treffen, bewahren können? Das war bisher unser Ansatz. Wir haben mit der Kassenärztlichen Vereinigung gesprochen, die wussten ja nicht, was wir von ihnen wollten. Und mit anderen haben gesagt, wo können wir Funktionen bündeln eventuell, damit den überwiegend älteren Einwohnern dieses Ortes nicht noch der letzte Treffpunkt verloren ging. Der Fleischer war schon lange zu, der Bäcker war zu, das Kulturhaus war geschlossen. Sie hatten noch diesen kleinen Markt. Und deshalb bin ich auch nicht einfach, das hohe Lied nur der Versorgung über Lieferdienste singen, weil ich weiß, dass es auch einen sozialen Aspekt hat in diesen Orten, in denen wirklich noch munter mit Kittelschürze im Sommer, ganz wie auf den alten Fotos, sich das halbe Dorf trifft und mehr draußen schwatzt als drinnen kauft. Aber eine Kombination aus solchen technologischen Ansätzen, einer besseren Belieferbarkeit, vielleicht auch einer ganz anderen Verfügbarkeit von Waren, viel individueller zugeschnitten, dann aber vielleicht über einen Hub, der die Möglichkeit bietet, bei Abholung doch noch auch Kommunikation zu pflegen. Auch das sind sicherlich Dinge, die man weiterdenken muss, als wir es bisher getan haben. Denn wir werden sicherlich in vielen ländlichen Räumen keine dauerhaften Brick-and-Mortar-Strukturen erhalten können. Das werden wir nicht schaffen. Und auf der anderen Seite, denke ich, ist der zweite Aspekt, dass wir gerade kleinen und mittleren Firmen aus der Schockstarre heraus, die sie zunächst befallen hat, ganz andere Möglichkeiten bieten können, mit Hilfe des Netzes präsent zu sein, mit Hilfe von Plattformen, also die Plattformen nicht als Gegner zu betrachten, egal wie sie heißen, sondern auch die Chance in der Kooperation zu sehen, um dann auch das eigene Sortiment viel, viel passgenauer zu machen. Wir haben dafür Beispiele jetzt weniger aus dem Bereich des täglichen Bedarfs, aber wir haben mit Zalando, um mal einen Namen zu nennen, dann gleich wieder zu streichen, also mit einem regionalen Anbieter, einer regionalen Verkaufsplattform, sehr intensive Gespräche vor Einsätzen der Pandemie gehabt über Kooperationsmodelle. Es gibt ja Connected Retail dort und das waren mit die intensivsten Verbandsveranstaltungen der letzten Jahre. Einige Kollegen aus dem anderen Bundesgebiet meinten, wie kannst du dich nur mit denen, wir müssen sehen, dass der einzelne Mittelständler vor Ort sich jetzt nicht so eine Plattform schaffen kann, aber er kann sich vorhandener Strukturen bedienen. Und mittlerweile gibt es da sehr verlässliche, sehr gut strukturierte Partnerschaften, die zeigen, dass gerade kleinere und mittlere Betriebe, die oft sehr flexibel sind, sich diese Möglichkeiten zunutze machen, ihren eigenen Warenstock genau zu analysieren, mit Hilfe auch der Algorithmen der Plattform und sich dann anzupassen in einer filigranen Weise, die der Großkonzern aufgrund seiner Strukturen gar nicht hinkriegen kann. Und da sehe ich dann auch interessante Potenziale. Wir hatten das mal am Beispiel von Schuhhändlern durchdekliniert, die wirklich zwei Kollegen, einer aus Düsseldorf, einer irgendwo aus Hessen-Nord, hatte dann sein eigenes dargestellt. Und das war schon hochinteressant, dass es eben, was wir immer predigen, aber hier war es bewiesen, kein so oder so und keine Gegnerschaft gibt der beiden Strukturen, sondern dass das Erfolgsmodell in der Verquickung eines hohen Digitalisierungsgrades mit der fachlichen Kompetenz des stationären Händlers liegen kann. Und da können wir auch in den weniger besiedelten ländlichen oder auch so kleinstädtischen Regionen, die Brandenburg zum Beispiel sehr prägen, auch Chancen schaffen, dass wir vor Ort Strukturen erhalten, die sonst vielleicht den Wettbewerb nicht bestehen würden. Also mit dem hoffnungsvollen Ansatz, mein Ausblick andererseits, muss man eins sagen, dazu braucht es natürlich eins, und das haben wir ja nirgendwo, glaube ich, wirklich so, wie es international üblich wäre. Wir brauchen eben nicht die Fokussierung auf irgendeinen Innenstadtkern für ein flächendeckendes WLAN, das funktioniert, sondern wir müssen uns ganz klar das Ziel stellen, dass wir im gesamten Bundesgebiet, und zwar ohne Unterschied, eine vernünftige Versorgung haben, die den Zugang zu schnellem Internet gewährleistet. Es kann nicht sein, dass ein Telefonat, das ist jetzt letzte Wahlperiode gewesen, zwischen mir und ausgerechnet der Infrastrukturministerin von Brandenburg 6-mal unterbrochen wird, während ich auf der Nauener Platte durch die
Windräder da fahre mit dem Auto, 6-mal unterbrochen wird und ich nur die lakonische Antwort kriege beim 6. Wiederanruf der Ministerin. Naja, Sie wissen ja, es gibt schon Lücken in Brandenburg. Ich habe mich gefragt, wer für die Lücken zuständig ist. Und in der gleichen Zeit, ich mache es mal etwas zugespitzt, zahlen in Namibia die nomadischen Bauern ihren Tierarzt per App. Also das müssen wir dringend ändern. Und da rede ich nicht nur über ländliche Räume. Sie können eine mangelhafte Versorgung sowohl im Netz in München erleben als auch in Berlin. Da ist keiner vorgefeit. Das ist die wichtigste Aufgabe. Wir können daraus was machen, aber wir können es nur machen, wenn die grundsätzlichen technologischen Voraussetzungen geschaffen werden, so wie ich das in Tel Aviv schon vor 10 Jahren erlebt habe. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Ich glaube, das waren nochmal interessante Einblicke. Sie haben ja auch den Wandel angedeutet mit Zalando und ich möchte das noch ergänzen. Zalando ist eben auch ein Treiber dieses dezentralen Arbeitens. Wir haben dort Gespräche geführt und die sagen, ja, nach der Pandemie wollen wir eigentlich gar nicht, dass die Leute wieder 5 Tage die Woche ins Büro kommen. Wir brauchen eigentlich dezentrale Büros. Wir gehen davon aus, dass die möglicherweise nur noch 2 Tage die Woche bei uns in der Zentrale arbeiten und ansonsten dezentral arbeiten. Und wir suchen ganz gezielt in der Fläche Büros, damit wir Ihnen die entsprechende Ausstattung zur Verfügung stellen können und damit Sie eben einen kurzen Weg zu einem lokalen Büro haben und nicht zu Hause am Küchentisch arbeiten. Ich möchte jetzt die Runde erweitern, die Diskussion erweitern. Ich begrüße Frau Nicole Bauer als Mitglied des Deutschen Bundestages. Ich begrüße Professor Dr. Neumann, der ebenfalls Mitglied des Deutschen Bundestages ist, aus der Lausitz kommt. Frau Bauer kommt aus Bayern und hat damit auch eine ländliche Region zu verantworten. Herr Neumann kennt die Lausitz und weiß, wie fern Berlin sein kann und wie nah es dann dennoch ist. Und ich begrüße Herrn Hahnen, der aus Baden-Württemberg kommt und interessante Konzepte hat, wie man nämlich genau dieses ländliche Leben zu einem Leben erweckt, wie man dort eigentlich eine Perspektive aufzeigt. Und ich würde vielleicht ganz gerne mit Herrn Hahnen starten, dass er mal kurz 3 Takte zu dem sagt, wie dieser Strukturwandel sich aus seiner Sicht darstellt und was er dazu beiträgt, damit das Leben für die Menschen dort auch attraktiv ist. Ja, also erst herzlichen Dank, Herr Dr. Steinmüller, für die Begrüßung, Frau Bauer und Herr Neumann, auch Ihnen Grüße, wie Herrn Busch-Petersen. Sie hatten vorhin so ein paar tolle Folien, Herr Steinmüller, in denen man da so kleine Einblicke sehen konnte. Das ist im Prinzip deckungsgleich mit dem, was wir denken und was wir arbeiten, was wir tun. Wir arbeiten immer im Schnittbereich zwischen Großstädten und kleinen Gemeinden. Wir als Architekten und eben auch als Investoren errichten wir ja Stadtgefüge komplett neu. Wir denken sie ganz neu. Wir gehen also bewusst raus. Wir sagen, wir versuchen ein Leben, ein Arbeiten anzubieten, das in kleineren Zentren stattfindet, das also dann durchsetzt ist mit ein bisschen Handel, so wie Herrn Busch-Petersen das vorhin so ein bisschen beschrieben hat, dass auch in eine Kommunikation kommt. Das Ganze wird dann so in 20, 25, 30 Kilometer Entfernung von größeren Städten angeboten und auch umgesetzt. Wir haben da ziemlich Erfahrung, dass das funktioniert. Und was das Interessante an der ganzen Geschichte ist, ja, zuerst waren der Meinung, dass die Menschen hauptsächlich aus dem ländlichen Raum dort wohnen. Das ist aber weit gefehlt. Also es sind also doch relativ starke Bewegungen da, dass die Menschen, die also jetzt irgendwo in den Zentren, in Oberzentren wohnen, dass sie sich dahin bewegen. Eben mit all den Vorteilen des ruhigen Wohnens, aber auch mit den Mühen, dass man vielleicht Dinge auch mit etwas anderem Aufwand betreiben muss. Die Digitalisierung hilft da. Also das heißt, die Menschen nehmen genau solche Dinge an, wie sie vorhin aufgezeigt worden sind. Wobei Herr Busch-Petersen schon recht hat. Also sie müssen für Gemeinschaft sorgen. Sie müssen dafür sorgen, dass die Menschen nicht nur einfach eine Schlafstadt haben oder eine Wohnstadt haben, sondern es muss Aktivität her. Und Mobilität ist da eine ganz zentrale Frage. Den Menschen ist es heute gar nicht mehr so wichtig, ein eigenes Auto zu haben. Sie brauchen das eigentlich gar nicht. Wir stellen die Häuser, wir stellen die Quartiere oder wir stellen die Stadtteile so her, dass es eine
eine Integration von Mobilität gibt. Dort gibt es denn eben einfach Carsharing-Modelle. Da mietet man sich für 45 Euro im Monat das Auto. Man hat dafür 16 Stunden Fahrleistung. 16 Stunden ist schon eine Menge. Wenn Sie sich das anschauen, die meisten Autos stehen sowieso nur in der Garage. Und wenn Sie dann mal rechnen, außer die Vielfahrer, die jetzt dann natürlich auch vorhanden sind, aber die normalen, die brauchen die Auto eigentlich gar nicht. Die Rechnung geht überhaupt nicht auf, dass man sich ein Auto kauft. Das steht ja sowieso nur rum. Also insofern werden solche Angebote wirklich ganz stark angenommen. Und dann eben integrieren wir in solche Städte einfach auch, ja, so Versorgungshubs, da kommen die Lieferanten an und stellen das dann konzentriert in großen Boxen ab, die dann personifiziert sind über Zugangscodes und man kann sich das da holen. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wir haben Tiefgaragenlösungen, die sind einfach so hoch, dass die Menschen da reinfahren können, also auch die Lieferdienste. Und das sind Sachen, die wir umsetzen und daran können wir sehen, dass ein Umdenken stattfindet und dass der ländliche Raum da eine ganz wichtige Größe ist. Allein schon deswegen, weil Grund und Boden dort viel preiswerter ist. In den Städten ist ja nicht mehr zu bezahlen. Ja, ganz herzlichen Dank. Hier kommt gerade eine Zuschauerfrage. Ich lese sie mal kurz vor. Dezentralisierung ist gut, okay, verstanden. Aber um den rosa Elefanten im Raum mal anzusprechen, wie soll denn Ihrer Meinung nach der notwendige Ausbau des digitalen Netzes erfolgen und bis wann jetzt mal realistisch? Das ist natürlich eine ganz klare Frage an die Politik. Die kann ich natürlich gleich weitergeben. Frau Bauer, vielleicht können Sie darauf ein bisschen eingehen, auf das Thema, wie ist da eigentlich die Geschwindigkeit? Was sind da die Forderungen, die man auch mit der Politik vereinbaren kann? Und ich würde gerne auch nochmal in den familiären Aspekt, den Wandel in dem ganzen Leben mit Ihnen diskutieren wollen. Was gibt es da für Möglichkeiten, eigentlich ein neues, entspannteres Familienleben zu gestalten, indem man eben Ländliches und Digitales miteinander verbindet und diesen Strukturwandel, den wir jetzt gerade angesprochen haben, eigentlich positiv nutzt? Ja, vielen Dank erstmal für die Fragen. Vielen Dank, dass ich heute bei dieser tollen Runde auch mit dabei sein kann. Für mich als jemand, der vom Land kommt, der sich für Landwirtschaft im Parlament und Forstwirtschaft im Parlament stark macht, die auf allen Ebenen bis hin zur Kommunalpolitik verankert ist, sind es gerade die ländlichen Räume, die in Zukunft attraktiver gestaltet werden müssen, weil sie am meisten Chancen und Perspektiven für die Menschen bieten. Jetzt aber zu der Publikumsfrage, eine sehr wichtige und sehr spannende Frage. Und nachdem der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer aus meinem Bezirk kommt, nämlich aus Niederbayern, kann ich sagen, eines ist klar, das aktuelle Tempo ist viel zu langsam. Es lässt uns abhängen von der Rest der Welt. Wir sind nicht nur im Mittelalter mittlerweile angelangt, wenn es um die digitale Infrastruktur geht. Und ich gehe da noch nicht mal so weit, nur Ausbau von Breitband mit Glasfaser, sondern ich blicke da auch mal aufs Mobilfunknetz, das unglaublich lückenhaft ist, ähnlich wie ein Schweizer Käse. Und wenn wir die ländlichen Räume, und das ist ein Appell und das nehme ich auch gerne mit, in Zukunft attraktiver machen wollen, dann spielt die digitale Infrastruktur eine erhebliche Rolle. Denn wenn Menschen einerseits wohnen können, wie es der Herr Hahn schon richtig vorgestellt hat, wenn es da Möglichkeiten gibt, wollen sie aber auch arbeiten und leben. Und diese digitale Infrastruktur ist aus meiner Sicht, gehört sie zu den Grundbedürfnissen der Menschen mittlerweile dazu und muss schleunigst vorangetrieben werden. Und zwar gemeinsam Bund, Länder und Kommunen. Und dieser Ausschreibungspunkt, den wir aktuell pflegen und den die Bundespolitik, die Bundesregierung aktuell pflegt, mit diversen Ausschreibungsmodellen, die unglaublich bürokratisch ist, wo Kommunen daran gehindert werden, daran teilzunehmen und somit die Gelder nicht abfließen, muss ein Ende finden. Wir brauchen unbürokratische Beantragungsmöglichkeiten, einen schnellen Ausbau mit Bund, Länder und Kommunen. Und es kann nicht sein, dass der Bundesverkehrsminister dann am Ende die Schuld bei den Bürgermeistern vor Ort ablädt, sondern am Ende müssen alle Beteiligten mitmachen. Und am Ende sind auch die Bürgerinnen und Bürger gefragt, weil wenn es um den Errichtung eines Mobilfunkmastens geht, dann ist oft die Einstellung so, gerne, gerne, aber nicht bei mir.
Und das ist auch ein Phänomen, wenn wir digital unterwegs sein wollen, brauchen wir eben auch Masten und müssen damit auch eine entsprechend flächendeckende Versorgung gewährleisten können. So viel dazu zu den technischen Dingen. So auch die Thematik, die Förderlandschaft muss nochmal kurz zusammengefasst entbürokratisiert werden. Mittel müssen schneller abrufbar sein. Und aus meiner Sicht braucht es hierbei definitiv auch vielleicht neue Konzepte, wie es andere Länder, die schon sehr erfolgreich waren beim Ausbau, schon seit längerem pflegen. Wir müssen ja nur ins benachbarte Österreich schauen oder in die Schweiz schauen oder nach Estland schauen. Es gibt genügend Ansätze, da kann man durchaus mal auch von denen lernen. Also das ist überhaupt ein Anspruch. Aber ja, ländliche Räume sind ein Riesenpotenzial, vor allem auch für Menschen, die in städtischen Gebieten sich eben die Wohnung nicht mehr leisten können und deren Familien vielleicht auch auf dem Land wohnen. Und hierbei ist es aber auch notwendig, dass neben der digitalen Infrastruktur auch die Betreuungsinfrastruktur ausgebaut wird. Was meine ich damit? Ich meine damit Kindergarten, die gibt es ja schon nahezu flächendeckend, aber ich meine damit vor allem Kitas und Ganztagesschulplätzen oder auch Nachmittagsbetreuung. Denn es ist eine individuelle Entscheidung, wie man leben, arbeiten und wohnen und wie man das mit den Kindern regeln möchte, von jeder einzelnen Familie und Partnerschaft in unserem Land. Aber der Staat hat die Infrastruktur, die Weichen dafür zu legen. Und wir haben hierbei massiven Nachholbedarf, denn gerade die U3-Betreuung für Kinder unter 3 Jahre, aber auch die Ganztagesschulplätze gibt es noch nicht. Aber hierbei möchte ich an der Stelle auch sagen, es ist einerseits die Infrastruktur, die ausgebaut werden muss, aber wir brauchen in unserem Land auch dringend dazu Fachkräfteoffensive, weil es fehlt an allen Ecken und Enden das nötige Personal. Und es gibt jetzt einen Rechtsanspruch auch dafür, nur der Rechtsanspruch kann nur gewährleistet werden, wenn auch das nötige Personal vorhanden ist. Und das trifft einerseits für Kinder, andererseits möchte ich auch ins Alter blicken. Der demografische Wandel nimmt ja auch Fahrt auf. Das heißt, wenn ich da an die Infrastruktur für die Kleinsten in unserem Land denke, möchte ich auch für die Ältesten in unserem Land denken. Und da geht es dann auch so Dinge, dass wir flächendeckendes Angebot für so Dinge wie Pflegeplätze brauchen, wo man einfach auch mal sagen kann, so Kurzzeitpflege oder Tagespflege, dass da auch das nötige Angebot geschaffen wird, weil auch wenn man eng mit der eigenen Familie über mehr Generationen zusammen wohnt und lebt, kann es ja sein, dass man trotzdem auch mal Abstand davon braucht und trotzdem auch das Angebot einer kurzzeitigen Unterstützung braucht. Und alles in allem, und möchte ich an der Stelle schon noch eine Weiche stellen, ist die Flexibilisierung der Arbeitswelt vor allem für Väter und Mütter eine unglaubliche Chance, auch bis in die oberste Führungsetage durchzudringen. Deshalb setze ich auch nochmal ganz klar für eine moderne Arbeitswelt auf Flexibilisierung von Arbeitszeiten, Modifizierung des Arbeitszeitgesetzes, also weg mit der 10-Stunden-Regel hin zu einer ergebnisorientierten Arbeitswelt und weniger von der Anwesenheitskultur geprägt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es auch notwendig für die Unternehmen ist, dass man die Mitarbeiter immer mal wieder auch sieht, um die Kultur im eigenen Unternehmen auch entsprechend fördern zu können. Also allen in allem eine Riesenchance, aber wir müssen hierbei endlich in die Pötte kommen. Die Bundespolitik redet gerne von den ländlichen Räumen. Sie sind so vielfältig, wie wir uns sie kaum vorstellen können, von Nord nach Süd. Aber wir müssen ein flexibles, ein effektives Angebot für all diese Lebensräume in unserem Land schaffen. Ja, herzlichen Dank für den Beitrag. Herr Professor Neumann, Sie kommen ja nun aus der Lausitz und nun stellen wir uns mal vor, wir würden aus der Lausitz tatsächlich perfekte Datenanbindungen darstellend das neue Silicon Valley machen. Was fehlt Ihnen dazu eigentlich noch, wenn die Datenverbindung da wäre, man energetische Konzepte im Zweifelsfalle auch mit den Ideen von Herrn Hahnen kombiniert? Was braucht es noch, um aus der Lausitz ein Silicon Valley zu machen? Eine gute Idee. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Runde und sind ja spannende Beiträge. Ich glaube, es geht insgesamt darum, dass wir uns jetzt mit völlig neuen Bildern beschäftigen müssen. Das ist also nicht nur durch Corona geprägt, sondern es verändern sich tatsächlich diverse Sachen. Im Energiebereich früher konnte man sich unter einem Kraftwerk was vorstellen, groß, mit einem Zaun rings, zentrale Bilder. Also alles das trägt dazu bei, dass wir
eine andere Einstellung dazu bekommen, einen anderen Umgang damit bekommen. Und vorhin wollte ich vielleicht nur noch mal einen Satz sagen, was die Frage der der Versorgung, der flächendeckenden Versorgung betrifft. Ich habe das ja über die Bundesnetzagentur doch hin und wieder mitbekommen. Man muss auch Ausschreibungsgrundsätze mal unabhängig von Bürokratie mal anders gestalten, nämlich das Ziel, eine flächendeckende Versorgung zu bekommen. Jetzt zurück zur Frage. Es wäre natürlich ein ganz toller Einstieg auch zu sagen, da muss der politische Wille ran. Und es muss, was ich jetzt also ansatzweise beobachte, dass sich die Akteure, alle Akteure quasi zusammenfinden. Das ist, glaube ich, eines der ganz, ganz wesentlichen Entscheidungen. Ich selbst habe ja so ein bisschen begleitet alles das, was man jetzt Wirtschaftsregion Lausitz nennt. Also das ist, wie gesagt, so eine Art Managementpool. Eine GmbH, die den ganzen Prozess führt. Und jetzt kommt die neue Qualität. Alle Akteure sind dabei. Das heißt also bis zum Bürgermeister, Kommunen, alles einbezogen. Wir haben, und ich persönlich bin ja dort auch quasi angebunden also über mein Kreistagsmandat, also kommunalpolitisch. Wir haben also jetzt auch durchgesetzt, dass die Verantwortung für den Strukturwandel nicht nur auf den Rücken der Landräte stattfindet, sondern tatsächlich hier auch die Landesregierung eingebunden wird. Das ist ein wichtiger Schritt. Also ich sage mal, das Gerüst stimmt. So, und jetzt muss man politischen Willen entwickeln. Es müssen die Akteure zusammenkommen. Ich mache mir keine Sorgen um die Frage, dass nicht genügend Projekte da in Richtung Silicon Valley geschaffen werden. Aber wir müssen einfach mal in die Umsetzungsphase kommen. Und da ist viel notwendig zu tun. Nicole Bauer hat es ja in vielen Facetten schon beschrieben. Das kann man sich vorstellen, wenn der Wille auch da ist. Und was ich für die Lausitz sage, wir hatten ja gestern eine interessante Veranstaltung auch zum Thema Wasserstoff. Die Verbindung oder das Gefühl vor Ort, gerade auch sich mit solchen Prozessen zu beschäftigen, Lausitz ist eine Energieregion gewesen und soll es ja auch wieder werden. Das heißt, man kann hier wirklich Schwerpunkte definieren, man kann die Akteure einbeziehen, wie ich es gerade gesagt habe. Und wenn dann, im Prinzip, wir merken es ja auch bei den Veranstaltungen, wenn dann die digitale Qualität, die Datenmengen, wenn das alles stimmt, Hybrid wird ein Wort der Zukunft sein. Wir werden uns treffen, wenn ich überlege, wie groß Brandenburg ist und wenn man von Süden nach Norden fährt, ist man schon mal 3-4 Stunden mit dem Auto unterwegs. Das kann man sich einsparen, obwohl Präsenz auch wichtig wird, aber dieser Mix wird es sein. Und ich glaube schon, wenn man jetzt diese Aktivitäten bündelt, und das ist für mich zum Beispiel diese Wirtschaftsregion, da muss man jetzt mit aller Kraft richtig powern. Und wenn das passiert, glaube ich, kann man in die Richtung gehen. Und da sind viele gute Ansätze. Wissenschaft, Wirtschaft, Forschung ist dabei und auch die Akteure vor Ort. Und dann kann das was werden. Aber bitteschön, langer Atem ist notwendig. Das haben wir gestern auch noch mal festgestellt. Ein Prozess, bitte nicht von heute auf morgen, sondern das muss sich entwickeln können und muss gestalten. Aufgabe. Nun sind Sie ja auch ein Kenner der Brandenburger Politik und wir haben ja in Brandenburg miterleben dürfen, was in Deutschland möglich ist mit der Ansiedlung von Tesla, wo eigentlich verschiedenste Stellen offensichtlich an einem Strang gezogen haben, also sowohl Bundespolitik als auch Landespolitik. Was können wir aus diesem Beispiel lernen, dass wir tatsächlich es hinbekommen haben, innerhalb kürzester Zeit eine Fabrik hinzustellen, die wahrscheinlich mit einem deutschen Management noch nicht mal angefangen worden wäre, weil man noch auf die Baugenehmigung warten würde? Richtig, also ich sage es mal etwas salopp. Tesla ist ein Glücksfall für die Region, sage ich mal. Und da meine ich jetzt Berlin-Brandenburg. Wir hätten gern Tesla in die Lausitz gehabt, aber gut, dort, wo es jetzt ansiedelt, ist natürlich auch gut. Tesla hat gezeigt, das muss man natürlich auch mit einem Nebensatz sagen, mit einer entsprechenden finanziellen Kraft. Die haben ja vielfach quasi mit vorläufigen Baugenehmigungen angefangen. Das sind Sachen, wo ich sage, wo kann man in welcher Normung, das wäre für mich ein wichtiger Punkt nochmal. Wir sind ja im Bereich dieses Strukturwandels und der Energiewende. Wir müssen also im Bereich der Normung viel tun. Also was können wir beispielsweise im Baurecht verändern, ohne Bürgerrechte einzuschränken, ohne Naturschutz zu vernachlässigen. Aber ich glaube, Tesla ist wirklich ein Beispiel. Letztens sagte mal jemand zu mir, wir müssen das mal Teslan. Also der meinte damit etwas zügiger machen. Man muss da hingucken, da wird sicherlich auch gute und schlechte Erfahrungen geben. Und wenn man das mal bündelt, nicht? Und da bin ich auch mit Herrn Professor Steinbach im Gespräch, mit dem Wirtschaftsminister des Landes, da gibt es Erfahrungen, die sollten wir nutzen.
um dann sozusagen so beispielhaft auch zu sagen, was können wir in Zukunft tun? Und sowas muss in der Lausitz, da wo früher Kraftwerke standen, Jenschwalde, Fettschau, Lübbenau, da gibt es Riesengebiete, auch Gewerbegebiete, die erschlossen sind, ganz wichtig. Das Verständnis für Industrieprozesse ist vorhanden. Und das sollten wir nutzen. Gute Infrastruktur, Nicole hat es gesagt, dafür ist der Staat für den Rahmen zuständig. Und machen wir uns jetzt nichts vor, vielleicht noch einen Satz dazu. Nach dem Bundesverkehrswegeplan ist es schwierig, bestimmte Sachen danach zu bauen. Also brauchen wir gesetzliche Bestimmungen, denn das zweite Gleis, Insider wissen, was ich meine, das zweite Gleis von Lübbenau nach Cottbus muss gebaut werden, aber nicht nach BVG, sondern nach Gesetze. Und wir haben ja die Großprojekte, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für die Region. Wir brauchen große Kerne, also Großinvestitionen und natürlich ringsherum dann Mittelstand, der sich entwickeln kann. Und in Zukunft sollen ja in Cottbus ICE-4-Züge gewartet werden. Die müssen ja dahin fahren. Ne? Die werden ja da nicht per Helikopter, was ja auch eine interessante Geschichte wäre, dorthin gefahren. Oder damals gab es ja bei Cargo Lüfter, Sie kennen das Projekt, was leider nicht, ich war damals ein Fan auch von diesem Projekt, wo man also Lasten, große Lasten dann transportieren kann, ohne die Straßen zu benutzen. Also es gibt viel Potenzial. Kräfte bündeln, politischen Willen demonstrieren, gemeinsam über die. Okay, schönen Dank. Hier kommt es noch eine Frage aus dem Zuschauerbereich. Stichwort Bildung, das geht an Frau Bauer. Um die Digitalisierung optimal nutzen und vor allem auch selbst gestalten zu können, braucht es Kompetenzen, die unser Bildungssystem so momentan nicht vermittelt. Vielen Dank, Frau Bauer, in dem Zusammenhang für den Verweis, dass das natürlich entsprechend geschulte Lehrerinnen braucht. Wie bekommen wir die Lehrerinnen denn entsprechend geschult, gerade auch vor dem Hintergrund des bestehenden Lehrerinnenmangels in vielen Bundesländern? Und zweite Frage, müssten nicht auch die Lehrpläne hier stark überarbeitet werden? Jedenfalls kenne ich mehr Schulen, die Latein im Lehrplan haben, als solche, die Programmiersprachen vermitteln. Das vielleicht nochmal ergänzt um die Fragestellung, die ganze föderale Struktur des Bildungswesens hat ja ihre Vorteile, aber natürlich auch ihre Grenzen. Und die Frage tatsächlich, wie schaffen wir es, aktuelles Wissen an die Front zu bringen? Und ich bin gar nicht mal sicher, ob wir unbedingt Programmiersprachen brauchen. Ich glaube viel eher, dass wir IT-Verständnis brauchen, dass wir einfach das Verständnis brauchen, wie man mit IT umgeht. Ich muss jetzt nicht unbedingt in der Programmiersprache was programmieren können. Die brauchen wir auch, aber das brauchen wir, glaube ich, nicht in der Breite. Wie kann man da einsteigen, dass auch die Digitalkompetenz der Lehrer gefördert wird? Weil die sind es ja, die es den Schülern beibringen. Und ich hatte mal gefrotzelt, als jetzt die Schulen mit Laptops ausgestattet oder mit iPads ausgestattet wurden, habe ich gesagt, na, da werden die Schüler jetzt die Lehrer unterrichten müssen, weil die wissen wahrscheinlich eher, wie so ein Gerät funktioniert als Lehrer. Ja, vielen Dank. Spannende Frage. Ich denke, dass der Professor Dr. Neumann, der ja auch im Bildungsausschuss stellvertretend ist, mich sicherlich ergänzen kann, sollte ich was Wichtiges vergessen, weil wir arbeiten sehr eng und haben auch sehr eng immer zusammengearbeitet, sowohl in der Energiepolitik als auch im Bildungsbereich. Deshalb, da sind wir ein gutes Team. Aber zu den Fragen. Ja, tatsächlich hat der oder die Zuschauerin, ich weiß es gerade gar nicht, völlig recht. Stehen wir da auch vor einer Mammutaufgabe nahezu. Die Lehrerinnen und Lehrer in unserem Land bräuchten eigentlich grundsätzlich regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten, die auch entsprechend mit Punktesystem, das regelt ja jedes Bundesland unterschiedlich aufgrund dieses Föderalismus, aber auch Berücksichtigung findet. Also aus meiner Sicht müssten alle Lehrkräfte jetzt in der Digitaloffensive, es gibt ja auch den Digitalpakt 2, für das nächste Schuljahr. Und das beginnt eigentlich, jetzt müssen die Lehrer weitergebildet werden, genau jetzt bis zu dem neuen Schuljahr. In Bayern werden das praktisch ab August bis Mitte September, weil da bei uns die Sommerferien stattfinden, das wird die Thematik. Der zweite Punkt, ich würde es gerne aber da gleich unmittelbar anschließen, ist das Thema, wir als FDP, und jetzt möchte ich die Bundestagsfraktion ein bisschen verlassen, sondern eher als Partei darauf achten, fordern ja auch, nicht nur jetzt, sondern schon seit längerem, die Überarbeitung des Föderalismus. Der aktuelle Föderalismus, wie wir den in verschiedenen Bereichen übrigens haben,
haben, aber im Bildungssystem ist er klar und deutlich zu erkennen, weil wir da auch sehen, wo, wie ein Brennglas, wie der Herr Busch-Petersen das vorher gesagt hatte, wo die Probleme in unserem Land liegen und wie viel in den letzten Jahren verschlafen wurde, dass wir hier die Strukturen mal anpassen. Beim digitalen Pakt haben wir es schon versucht, es wurde dann aber ist unterschiedlich gut geglückt, weil sich die Länder zum Teil auch verweigert haben, wie beispielsweise mein eigenes Bundesland Bayern, lange Zeit vor der, dass sie die Mittel abrufen, aber dass die Überarbeitung des Föderalismus, der Strukturen hin eigentlich dazu, dass Bildung an sich nicht mehr abhängig vom Elternhaus ist, vom Wohnort und vom Bundesland. So ist eigentlich die Forderung der Freien Demokraten. Jetzt könnte ich natürlich als jemand, der aus einem der südlichsten Bundesländer kommt, sagen, ja, dann nehmen wir bitte als Standard den Bayern- und baden-württembergischen Ansatz. Aber ich denke, das ist, deshalb haben da auch viele bei uns in Bayern Sorgen. Aber natürlich müssen wir uns auch mal überlegen, wie könnte dieser Standard definiert werden. Und das ist die Aufgabe in der nächsten Legislatur aus meiner Sicht. Und zum Thema Schulinhalte, Lehrpläne ist ja auch Aufgabe der Kultusministerien, eigentlich in den Ländern. Somit wäre die Überarbeitung des Föderalismus auch dahingehend zielführend. Wir als FDP fordern aber ganz klar ein Schulfach, das sich Wirtschaft und Informatik nennt. Und bitte nicht Informatik weglassen, weil da sind eben genau die Medienkompetenzen drin. Es braucht beides. Es braucht einerseits die ganz klassischen Wirtschaftszusammenhänge, wie schließe ich einen Vertrag ab, aber auch ganz klar, was bedeutet denn Medienkompetenz, auf was muss ich achten, wie gehe ich dabei vor, was wichtigen und wo ist auch der Datenschutz vielleicht stark. Also all diese Punkte spielen eine unglaubliche Methode bis hin zum Programmieren dann tatsächlich, weil ich glaube schon, dass neben der Sprache Latein künftig in Lehrplänen auch die Sprache, eine Coding-Sprache berücksichtigt wird. Neben diesen alten germanischen Sprachen, glaube ich, braucht es auch neue Sprachen des digitalen Zeitalters. Und da gehört aus meiner Sicht Coding definitiv mit dazu. Also Sie sehen es, wir haben auf unterschiedlichen Ebenen viel zu tun. Und aktuell ist es tatsächlich in manchen Klassen so, dass die Schülerinnen und Schüler die Lehrer fortbilden. Und das sollte im Zuge der Optimierung wieder ein bisschen umgekehrt sein, dass wieder die Lehrkräfte in unserem Land, natürlich kann man beide Seiten voneinander lernen, aber die Lehrkräfte in unserem Land da auch wieder vorne mit dabei sind. Genau. Ich weiß nicht, Herr Professor Dr. Neumann, habe ich was vergessen? Dann gerne noch ergänzen. Liebe Nicole, sei doch nicht so förmlich. Herzlichen Dank, wenn ich gleich mal anschließen darf. Also ich war ja in der 17. Legislaturperiode, ich sage mal, wirklich begeisterter Bildungs- und Forschungspolitiker. Ich bin ja selbst Hochschullehrer in meinem anderen Leben. Und ich würde mal Folgendes sagen. Also ich bin Föderalist und ich halte das System auch für gut, obwohl es reformiert werden muss. Ich halte es für ganz dringend notwendig, dass wir die Unterschiede, also wenn ein Abiturient in Brandenburg sein Abitur macht, mit einer 1.0 zum Beispiel, dann wird das rumgerechnet und ist nicht gleichwertig mit dem Abitur in Bayern. Das ist ja so der Maßstab. Warum kriegen wir das nicht hin? Wir haben damals, und da war Christian Lindner als Generalsekretär dieser Partei ja tätig, wir haben gesagt, wir definieren nationale Bildungsziele, die Vergleichbarkeit schaffen. Und dann müssen sich die Länder anstrengen, diese Ziele zu erreichen. Also die Kinder sind überall gleich intelligent, sage ich jetzt mal. So, und dann würde ich Bildungspolitik braucht einen langen Atem. Wenn man alle 4 Jahre oder 5 Jahre neue Bildungskonzepte bringt, wird das nichts. Bildung dauert mindestens 10 Jahre. Ich sage also, Schule in Ruhe lassen, einfach mal machen lassen. Zweiter Punkt oder dritter Punkt. Wir müssten aufhören, die Kinder vollzustopfen, sondern wir müssen einen ganz einfachen Satz sage ich jetzt mal. Wir müssen den Kindern, den Schülern, den Jugendlichen beibringen zu lernen. Lernen, lernen. Also das heißt, wie gehe ich mit der Vielzahl der Informationen um? Wie bediene ich das Ganze? Wir haben so viele Archive, Internet, da kann man sich alles nachsuchen. Aber ich brauche eine Methodik, wie man damit umgeht. Also wie kann ich richtig lernen, damit ich mich gut vorbereite? Und als Hochschullehrer erlebe ich das. Ich habe einen Studiengang, der nennt sich Sicherheit und Gefahrenabwehr in Magdeburg. Da haben wir viele Bewerbungen, 300 Bewerbungen, 80 Studienplätze. Da kommen die Bewerber, die Studierenden aus allen Bundesländern. Ich merke Unterschiede, wirklich, richtig Unterschiede. Ich kenne den Namen nicht in der Vorlesung. Ich weiß auch nicht, wo der herkommt. Ich sehe es aber an den Klausuren dann, dass es dramatische Unterschiede gibt.
Und das müssen wir überwinden. Also wirklich Vergleichbarkeit schaffen, den Föderalismus reformieren, das Thema Digitalisierung, das sind viele hausgemachte Probleme. Also ich sehe es in Brandenburg, man ist einfach nicht in der Lage, die Mittel abzurufen. Da fehlt es an Power, an Manpower, an weiß nicht was allem. Also das müssen wir überwinden. Geld gibt es. Das ist am Ende nicht das Geldproblem, glaube ich, sondern eine Frage, wie man das Ganze umsetzt. Darüber könnte ich jetzt noch stundenlang, das mache ich aber nicht, reden, weil das wirklich ein wichtiges Thema ist. Wir dürfen unsere Jugendlichen nicht dafür bestrafen, dass sie in Brandenburg geboren wurden oder in Sachsen-Anhalt oder in Bayern, das ist am Ende egal, sondern einfach allen die gleichen Chancen, elternhausmäßig, beziehungsweise auch von der Bildung her. Soweit. Das ist ja im Grundgesetz auch so verankert, dass überall die gleichen Lebensverhältnisse da zu sein haben. Und das ist natürlich die Aufgabe der Politik. Hier gibt es eine Frage noch aus dem Publikum. Vielen Dank für die Impulse. Wie können denn nun konkrete Aktionen der Kommunen aussehen bei der Gestaltung dieses Strukturwandels? Kann ja nicht nur Bund- und Ländersache sein. Und da möchte ich gerne anschließen, Herr Busch-Petersen und Herr Hahnen, Sie können doch eigentlich in Kollaboration mit der Politik solche Konzepte den Kommunen anbieten. Also die Kommune soll jetzt ja auch nicht ein Forschungslabor aufmachen und alles neu erfinden, sondern soll sich auf Bewährten aufsetzen und solche Infrastrukturen zur Verfügung stellen. Also diese Siedlungsbeispiele, die Herr Hahn vorstellen kann, kombiniert mit dem Leben, was Sie ja auch gefordert haben, Einkauf, Ärzteschaft, einfach auch nur Entertainment, sage ich mal neudeutsch, das sind ja die Themen, die wir eigentlich brauchen und wir müssen eigentlich aktiv den Kommunen diese Angebote machen. Kann da vielleicht die Politik Beispiele bringen, um solche Kontakte, also in dieser Runde, wie wir hier ja gerade zusammensitzen, die ist ja geradezu idealtypisch, um solche Themen voranzubringen. Also der Handelsexperte, der Siedlungsexperte, der Politikbegleiter. Wie sehen Sie das, Herr Busch-Petersen? Gibt es da Initiativen vom Handelsverband, die sowas begleiten würden? Könnte Herr Hahnen gemeinsam mit dem Handelsverband so ein Projekt aufsetzen? Zunächst mal in Berlin-Brandenburg, vielleicht auch in Bayern mit Unterstützung von Frau Bauer, dass wir einfach mal zeigen, was möglich ist. Und damit Kommunen eigentlich begeistern, zu sagen, denkt doch mal drüber nach, so ein Modell anzugehen. Ja. Erstens hat es Ansätze dieser Art auch schon vor der Krise gegeben. Zweitens haben wir jetzt gerade auch bisherige Innenstadt-Kooperationen, wie wir sie in Brandenburg hatten, mit den Kammern zusammen umgeswitcht auf ein Bündnis lebendige Innenstädte beim Infrastrukturminister angesiedelt, wo wir genau die Themen auch zusammentragen und natürlich auch gerade die Kommunen dabei haben. Städte- und Gemeindebund ist in allen Arbeitsgruppen dabei. Genau so etwas kann man aber natürlich auch jetzt mit den beteiligten Akteuren im Detail weiter bedenken. Das sind genau die Themen, um die wir uns gerade kümmern, weil eins haben wir ja noch gelernt in der Pandemie, egal wie groß der urbane Raum war, um den es ging. Es ist deutlich geworden, dass jede Monofunktion nicht mehr ausreicht, um Menschen zu begeistern für einen Ort und für einen Aufenthalt in einem Ort. Es ist mehr als deutlich geworden, gerade in der Zeit, als die Politik in ihrer Hilflosigkeit solche begrenzten Lockdowns verhängt hat. Ich meine, grundsätzlich will ich das Lamento nicht nochmal anstürmen, aber es ist ja so, 4 Gesellschaftsbereiche, die immer schwer hatten mit der gesellschaftspolitischen Akzeptanz, sind quasi ja für alle anderen in Geiselhaft genommen worden. Die Kultur, die Veranstalter, Hotellerie, Gastronomie und die Krämer, die Händler, die durften sozusagen für alle anderen leiden und wurden zwangsgeschlossen. Das hat aber auch viel Solidaritätseffekte ausgelöst und uns deutlich gemacht, gerade da, wo man mal einen abschaltete und sagte, die anderen dürfen noch weitermachen, dass nichts funktioniert, wenn nicht dieser Vielklang dann in einem Siedlungsraum auch vorhanden ist. Also ich habe das immer verglichen mit einem Orchester und habe gesagt, ihr schickt die Bläser nach Haus, das ist die Kultur, den Streichersatz schickt ihr nach Haus, das sind die Gastronomen. Zum Schluss bleibt noch der von der Percussion, also von der Pauke und der mit der Triangel, das ist der Einzelhandel. Und denen sagt, ihr spielt die 9. Sinfonie. Da geht keiner ins Konzert. Und so ging auch keiner in die Innenstadt, als der Handel öffnen durfte und alle anderen zu waren. Das ist eine wichtige Lehre für künftige Kooperationsansätze. Und da sind wir natürlich völlig offen. Und zu den Rahmenbedingungen, die manchmal auch die Kommunen in der Hand haben, gehören auch kleinere Sachen. Der Föderalismus hat es mit sich gebracht, dass die Zuständigkeit für die Ladenöffnung, ein Thema, wo ich ja bei der FDP wahrscheinlich Eulen nach Athen trage, aber die Zuständigkeit ist nun mal auch durch unser Mitwirken am Prozess 2004 vom Bundesverfassungsgericht klar eine Länderangelegenheit. Und 2009 haben wir ein Urteil, das deutlich macht, dass man liberal sein kann
nämlich das Berliner Ladenöffnungsgesetz, ja erfolgreich verteidigt mit seinen mindestens 10 Öffnungen. Wenn wir jetzt etwas auch beispielhaft bräuchten, das nicht viel Geld kostet, wenig Verwaltungsaufwand kostet, aber Konsequenz in der Politik, wäre es natürlich gerade jetzt im Prozess des Wiederaufbaus der Handelsstrukturen und auch des urbanen Lebens wenigstens temporär, Klammer auf, und ich hoffe dann auch langfristig, von der Tatsache Abstand zu nehmen, dass Deutschland das einzige Land in Kontinentaleuropa ist, das so stringent reguliert die Sonntagsöffnungen. Die Schweiz auch ein bisschen, aber den Rest können Sie vergessen. Es ist ein grünes Meer. Wir haben das mal alles ermittelt. Und nur Deutschland meint, an unserem Wesen muss die Welt genesen. Das gehört unter anderem abgeschafft. Okay, schönen Dank. Herr Hahn, Sie haben das Schlusswort. Was würden Sie sich denn wünschen von Kommunen, damit Sie entsprechende Angebote zur Verfügung stellen können? Ja, vielleicht kann ich einfach mal wieder im Lichtblick anfangen. Dann geht das für viele etwas leichter. Wir haben Projekte, eines davon, das zeichnet sich dadurch aus, dass die Kommune schon selber solche Dinge erkannt hat, dass sie also in ihrer kleinen Struktur so etwas wie Zentren kreieren muss. Und wie hat sie das getan? Sie hat gesagt, ja, wenn Sie uns hier was bauen, dann müssen Sie daran denken, wir brauchen ein Ärztezentrum, wir brauchen ein Versorgungszentrum für eine teilstationäre Tagespflege und Sie müssen für eine Gastronomie sorgen und Sie müssen eine Ladenzeile mit integrieren. Das war für eine kleine Fläche von rund 20.000 Quadratmetern Geschoss- und Wohnfläche, ist das schon ein Ansatz. Und ich habe zuerst gedacht, naja, das ist schon ziemlich, ist das wirklich einer der Kernpunkte, dass man sagt, wie schaffe ich kleine Magnete, zu denen die Leute hinkommen? Und dann kommen denn eben Ärzte zum Tragen. Da hatten Sie ja vorhin schon darauf hingewiesen, Herr Busch-Petersen, dass Sie da mal einen Vorstoß gewagt haben. Und die Ärzteschaft oder die Vertreter der Ärzte haben ja schon gesagt, was wollt ihr eigentlich von uns? Aber genau das ist der richtige Weg, dass man sagt, wie kann ich so etwas bündeln? Eine Stadt lebt ja durch Aktivitäten, da weisen Sie ja zu Recht darauf hin. Und eben auch eine kleine Stadt. Wenn Sie sagen, wir bauen irgendwas für 1.000 oder 1.500 Menschen oder für 2.000 Menschen, dann muss da etwas passieren. Das kann nicht nur Wohnen sein. Denn dann funktioniert doch alles das, wovon jetzt die Frau Bauer und auch der Neumann gesprochen haben. Wir müssen diese Aktivitäten dann eben auch in die Arbeitswelt hinaustragen. Und diese Verknüpfung, das ist enorm wichtig. Es gibt Gemeinden, die tun das schon. Es sind aber wenige. Und insofern wäre es mein ganz großer Wunsch, dass sich einfach viel mehr Gemeinden jetzt auf den Weg machen und sagen, was können wir tun, um unsere kleinen Strukturen, 10.000 oder 15.000 Einwohner, in einer Gemeinde arbeiten, das sind 5.000 Einwohner, man muss sich das mal vorstellen, das ist eigentlich ein Dorf. Und trotzdem geht man das da an und die Leute gutieren das. Und das ist die Hoffnung, die ich einfach hier mitnehme und auch vielleicht ein bisschen versprühen möchte, dass man das Thema einfach auf die Tagesordnung setzen muss, die Leute ansprechen muss. Mit Angst will wir die Welt nicht verbessern. Ganz herzlichen Dank für dieses Schlusswort. Wir haben jetzt den Zeitrahmen schon etwas überspannt. Ich danke allen Diskussionsteilnehmern für die interessante Diskussion. Ich glaube, wir konnten einige Aspekte beleuchten. Ich würde mich freuen, das inhaltlich auch führen können, vielleicht auch in dieser Konstellation partiell, dass wir bestimmte Sachen gemeinsam voranbringen und vielleicht auch Kommunen genau dieses Angebot zur Verfügung stellen, sie bei diesen Entwicklungen zu begleiten, weil ich glaube, dass Kommunen auch gar nicht das Potenzial sehen, weil teilweise auch von der politischen Seite im sag ich mal, ehrenamtlichen Bereich abgedeckt wird, wo wir, glaube ich, viel Input geben können. Und bedanke mich ganz herzlich für die Teilnahme, für die aktive Teilnahme, auch für die Fragen aus dem Publikum und übergebe, glaube ich, zum Schluss nochmal an Herrn Fischer. Und wie gesagt, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören auch den Zuschauerinnen und Zuschauern. Lieber Dr. Steinmüller, vielen, vielen Dank, dass Sie an mich übergeben. Dem ist allerdings gar nichts mehr hinzuzufügen, außer auch nochmal von Seiten der Friedrich-Naumann-Stiftung und auch, wenn ich dafür sprechen darf, für die Bundestagsfraktion der Freien Demokraten, mit denen wir diese Veranstaltung heute in Kooperation umgesetzt haben. Vielen, vielen herzlichen Dank an Nicole Bauer, an Professor Dr. Martin Neumann, an Hans Hahnen und an Nils Busch-Petersen dafür, dass Sie uns wirklich aus sehr, sehr unterschiedlichen Richtungen auf das gleiche Thema haben blicken lassen, dass wir miteinander diskutiert haben, auch das Publikum mit einbezogen haben und
Ich habe zumindest viel Neues gelernt, beziehungsweise viele verschiedene Inseln miteinander kombinieren können, die vorher einzeln standen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn Sie ebenso Spaß hatten und wenn wir uns bei den neuen